dort. Diesmal soll es wieder ein Sammlungsvideo geben, aber das ist ein bisschen durchgewürfelt. Haare, Hände, Füße, Rasiergel ist auch dabei. Ich habe jetzt nicht die Backups von Trockenshampoos mit reingenommen. Es sind sehr, sehr viele. Auf jeden Fall, mein Kasten ist bummvoll mit denen. Deswegen, glaube ich, brauche ich dabei auch keine Backups mehr bunkern. Glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht. Ja. Ich muss noch überlegen. Ich muss wirklich noch überlegen. Fangen wir mal an. Also ich habe zum Beispiel sowas auch dabei. Das ist ein Wasserspray von Balea in Melone. Ich hoffe nur, dass es nicht so ein Klumpert ist wie der Rose, weil im Rose ist noch was drinnen und ich kriege das nicht raus, weil der Sprühkopf bei mir kaputt gegangen ist. Also mal gucken. Ich kann euch nicht versprechen, dass das da alles sortiert ist. Ich sehe auf jeden Fall ein Haarprodukt, sogar was dazugehört, von Organics. Die gingen ja, glaube ich, aus dem Sortiment und waren dann reduziert. Das ist einmal der Conditioner und einmal das Shampoo dazu. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie es riecht, sage ich ganz ehrlich. Gut. Ich habe ja jetzt zurzeit dieses Macadamia, wo ich jetzt noch eine Haarkur habe. Beziehungsweise eine Maske ist das. Eigentlich könnte ich die ins Badezimmer stellen. Weil ich glaube, das andere ist einem... Ist das auch eine Maske? Ich weiß es nicht, ich müsste schauen. Auf jeden Fall, das ist eine Maske. Obwohl ich von den Sachen nicht so begeistert bin. Ich weiß nicht, ob ich von den Sachen nicht Schuppen bekomme. Ich weiß es nicht. Also... Das dürft ihr mich nicht fragen. Dann habe ich hier noch das Pink Sugar Plum. Da habe ich einmal den Conditioner und das Shampoo auch. Das riecht auch geil. Es war auch mal limitiert, also beziehungsweise, ja, es war limitiert und dann ging es aus dem Sortiment und dann war es reduziert. Und deswegen habe ich es mir gekauft. Also Haarsachen, seht ihr, habe ich extrem viele. Ich habe sogar noch so ein Mousse, so ein Haarschaum, so ein Festiger. Ich habe noch einen Benutzung, ich benutze ihn aber sehr selten. Und weil der aus dem Sortiment gegangen ist und der nach Vanille riecht, habe ich den mir gekauft. Falls meiner mal irgendwann leer wird, was eigentlich bescheuert ist. Ich habe jetzt gerade den Kasten ausgekommen und habe gedacht, wie dumm bist du eigentlich, aber was soll's. Dann habt ihr hier noch die beiden Rasierschäume, die ich erst vor kurzem in einem Haul hergezeigt habe, auf die ich mich schon sehr freue. Dann könnt ihr mir die Füße machen. Da ist jetzt gerade mein Deckel davon geflogen. Das ist ein... Den gibt es, glaube ich, im Lidl. Barfußspray Sien. Ich glaube, das ist Lidl, oder? Ich glaube. Auf jeden Fall fand ich da das Peeling so gut. Ich glaube, das... Habe ich das schon leer gemacht? Nein, ich glaube, das habe ich noch. Nein, das habe ich noch. Und da habe ich mir eben auch das Fußdeo auch gekauft, weil ich damals eins gebraucht habe. Jetzt ist der Deckel wieder runtergeflogen. Dann habe ich hier noch den Fußschaum von Braugmann. Den habe ich ja als Backup. So wie... Finde ich das oder finde ich es nicht? Ja, so wie die Fußbutter. Die Moringa-Fußbutter. Ich sollte beides auch mal wieder ausgiebiger benutzen, weil das sind meine Backups und ich habe noch welche also bei meinem Bett stehen. Echt abnormal, ich weiß. Habe ich jetzt noch was für Füße oder ist das jetzt alles schon Hände? Ich habe da noch eine Bodylotion. Shit, habe ich euch vergessen zu zeigen im Bodylotion-Video. Eine Bodylotion habe ich euch unterschlagen. Sorry for that. Sorry. Ich zeige euch die zwei Handcremes auch noch. Also ich habe die zwei jetzt zum Benutzen für den Computer hergestellt. Einmal die... eigentlich ist ja ein Sammlungsvideo. Soll ich die dann wirklich herzeigen? Egal. Einmal die von Camilla und einmal die von Alessandro. Und die Alessandro-Sachen sind echt gut. Teuer, aber wirklich gut. Nur so nebenbei. So, dann habe ich einmal eine Hava-Handcreme. Die gibt es aber, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, das war so eine limitierte Sache. Dann habe ich hier einmal eine Essence-Handcreme. Eine mit... Ach, das war meine Lieblingsreihe. Diese Schoko-Banane. Die ist dann noch eine kurze Zeit danach, beziehungsweise nach ein paar Jahren, nochmal gab im Sortiment. Dann habe ich noch eine Hava. Das war ein Tester. Das habe ich mir genommen. Weil die Reihe, die grüne, mag ich total gern. Ich habe die noch nie gehabt, weil ich ja so viel Klumpert leider habe. Aber ich glaube, ich hatte da mal eine Bodylotion als Probe und das war wirklich gut. Ja, dann habe ich hier noch eine Bananenhandcreme von Essence. Die fand ich bis jetzt am besten. Dann habe ich hier auch die noch in Kiwi. Ich benutze noch. Ich habe so viel Zeug, Leute, das ist wirklich nicht mehr normal. Dann habe ich von Balea die Buttermilch und Lemon. Wo ich mich ehrlich gesagt ärgere, dass ich die Bodylotion nicht habe, aber ich habe eh eine andere. Dann habe ich die Vanille and Cinnamon von Essence. Könnt ihr euch an die noch erinnern? Krank. Richtig krank. Dann habe ich noch die Erdbeerschoko
Von der Banane habe ich am meisten, weil Banane habe ich sogar einmal schon aufgebraucht. Und von der Sherry and Coconut habe ich auch noch eine. Auch Essenz. Dann, das habe ich mal von einer russischen Stamm... Ich glaube, sie ist Russin. Das ist doch russisch, oder? Oh ja, weil sie hat mir damals auch russische Schokolade geschenkt. Und hat gesagt, sie nimmt mir das nächste Mal eine Handcreme mit, weil sie findet, dass die so gut sind. Ja. Und da ist sie. Ich habe sie bis jetzt noch nicht probiert, weil ihr seht ja, wie viel Zeug ich habe. So wie das, das habe ich von meiner Abteilungsleitung bekommen, weil da drauf stand ihr Geschenk. Kannst du das sehen? Und ja, sie hat mich gefragt, ob ich die haben will und ich habe gesagt, ja, weil ich mochte die sehr, sehr gerne. Ich habe mal, glaube ich, einen Tester davon gehabt und fand die auch gut. Also, ja. Ich bin halt so eingrimmvoll, Leute. Ich habe dann noch eine von den beiden Jungs, die habe ich bis jetzt noch leider nicht probiert. Das ist eine mit Arganöl. Das ist auch so eine kleine Tube. Ja, dann habe ich hier von Clarins eine. Da habe ich auch in einer Arbeitshandtasche habe ich noch eine. Weil die mag ich echt gerne. Die kommen jedes Jahr raus. Die von heuer fand ich auch gut, aber die hatten wir nicht. So sieht die aus. Das ist mit Limette, glaube ich. Ja. Ja, dann habe ich noch ein Handpeeling. Ich habe jetzt ein anderes, deswegen benutze ich das zurzeit nicht. Dann habe ich noch zweimal, ich glaube, ihr könnt euch daran erinnern, das war von einem Tiki Max Haul. Da sind die schon urstaubig, auch Handcremes. Das sind die letzten Handcremes, die ich mir eigentlich gekauft habe, kann man sagen. Diese beiden Tierchen. Ich wollte die anderen auch noch haben, aber man muss ja nicht übertreiben. Und Gott sei Dank gab es die bis jetzt noch nicht bei einem Tiki Max, sonst hätte ich die mir sicher gekauft. Dann habe ich hier noch eine Handcreme und ich glaube, das ist jetzt mal die letzte. Dann kommen nur noch... Nein, da ist auch noch eine. Aber das sind dann die zwei letzten Handcremes, weil dann kommen nur noch Handdesinfektionsgele. Ja, das Video wird auch relativ kurz, glaube ich. Ich habe einmal die von Yves Rocher. Ich glaube, die habe ich von einer Freundin geschenkt bekommen. Ich glaube es. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher. Dann habe ich eine von The Body Shop. Die habe ich auch von einer damaligen Bekannten, kann man sagen, weil richtig befreundet sind wir nicht. Ich habe sie in Facebook auch drinnen. Aber sie hat mir auch schon öfter mal was vom Bodyshop geschenkt. Die Bodylotion zum Beispiel hat sie mir geschenkt, was ich weiß. Und die Handcreme auch. So, jetzt kommen wir zu den Handdesinfektionsgelen. Das sind ganz schön viele. Als allererstes, das ist von Bath & Body Works. Hat mir mal damals meine Freundin mitgebracht. A Thousand Wishes heißt die Duftrichtung. Eines habe ich ja aktuell in Verwendung. Dann habe ich hier, die sind alle schon so staubig, wirklich eklig ist das. Wie schmeißt man es in die Hose? Das ist eben eine Gammelhose. Dann habe ich hier einmal das Schoko Delight von Primark, was ich ja liebe. Ich glaube, das ist auch mein letztes Backup, oder? Nein, ich habe noch eins. Da ist noch eins. Dann habe ich noch einmal das Blushing Petals von Primark. Das sieht so aus. Das gibt es, glaube ich, jetzt aktuell auch wieder. Dann das Raspberry. Mochte ich nur auch nicht so gern. Ich mag lieber... Oh, ich habe dann noch so ein Blushing Petals. Und dann habe ich noch, das mag ich sehr, sehr gern, das Red Velvet. Das fand ich mega geil. Das Red Velvet ist eins der... Nach den Schoko eins der besten, die es gibt von Primark. Ich habe mir halt schon lange keine mehr gekauft, weil ihr seht ja, wie viele ich habe. So, dann habe ich noch drei von Bath & Body Works. Dann sind wir fertig. Einmal das Relax. Sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts. So sieht das aus. Dann habe ich hier einmal das Vanilla Peppermint. Die hat meine Freundin ausgesucht und ich finde die sehr gut. Was war das jetzt? Sehr, sehr gut ausgesucht. Weil das andere ist das Blueberry irgendwas und das riecht mega geil. Und das habe ich jetzt aktuell in meiner Handtasche. Und das letzte, was ich sehr, sehr geil finde. Also, ich glaube, wenn das dann leer wird, würde ich weinen. Das ist das da. Von... Auch von Bath & Body Works, ich Idiot. Sorry, I'm Latte. Das ist so geil. Der Kaffeebecher ist so lieb mit den Augen. Das finde ich am geilsten. Also vom Duft her und von der Verpackung her finde ich das am besten eigentlich. Ich habe noch drei Haarprodukte gefunden, die ich euch jetzt noch schnell reinschneide. Einmal habe ich dieses Haarspitzenprodukt von Yves Rocher. Das kennt ihr sicher. Das habe ich schon einmal, glaube ich, aufgebraucht. Mir ist das nämlich abgegangen. Ich habe gewusst, dass da was fehlt. Ich habe von Organics, deswegen sage ich, ich brauche wirklich kein Shampoo mehr kaufen. Das Vanilla Chai Spice Shampoo und den Conditioner dazu. Also ich brauche mir wirklich eine Weile nichts mehr kaufen.
Ja, ich sehe es auch davon, habe ich sehr, sehr viel, besonders Handdesinfektionsgel. Ich glaube, da brauche ich mir lange keine mehr kaufen. Aber Gott sei Dank gibt es beim Primer keine coolen mehr. Ich war ja vor kurzem und da gab es eben dieses Blushing Petals und das interessiert mich nicht, weil das habe ich nochmal zwei. Das habe ich noch zweimal. Die von Primark, die benutze ich ja für die Arbeit. Weil... Na, es gibt keinen besonderen Grund, aber die benutze ich halt eher für die Arbeit, weil... ich die von Bath & Body Works nicht für die Arbeit verschwenden will. So, jetzt habe ich einen Grund. Ja, deswegen will ich die will ich nicht verwenden. Die benutze ich dann für... Ich habe zwei Handtaschen, das habe ich euch, glaube ich, schon mal erzählt. Einmal eine private und einmal eine für die Arbeit. Und ich habe zwei von Primark. Eines in der Arbeit, in meiner Tasche, was ich auf der Seite immer hängen habe. Und das andere habe ich in meiner Handtasche für die Arbeit. Und das von Bath & Body Works, was ich jetzt aktuell benutze, das habe ich in meiner anderen Handtasche, wo ich immer fortgehe. Ich hoffe, das macht jetzt Sinn für euch. Aber wenn ihr mal ein Handtaschenvideo haben wollt, könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr so einen What's in my bag haben wollt. Aber ich weiß nicht, ob ihr die Arbeitsversion auch sehen wollt. Könnt ihr mir gerne mal schreiben. Ja, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!